So, hallo, die Malu ist nun eingetroffen. Ich habe sie mir auch schon angesehen, respektive ich habe sie vermessen. Die Rute ist ja mit zwei Spitzen ausgestattet. Bei einem ist ein gelbes Fähnchen dran. Ich denke mal ganz mit Absicht auch. Es handelt sich dabei um die Malu CR in der Schnurklasse 6 in 9 Fuß, vierteilig, respektive mit der zweiten Spitze dann natürlich fünfteilig. Und ich habe die beiden Varianten vermessen. Die erste Variante, also die stärkere davon, ohne dem Fähnchen, hat einen statischen Wert von 16,35 Gramm, einen dynamischen Wert von 77,35 Gramm. Das ist eine Schnurklasse 6, ist ja auch so angegeben, und zwar mit einem Powerfaktor von 4,73. Das wiederum sagt aus, mittelschnelle Aktion. Die zweite Spitze, die mit dem gelben Fähnchen jetzt hier dran markiert, die hat 15,5 Gramm, was wiederum Schnurklasse 5 wäre, einen dynamischen Weg von 74,9, also etwas weniger, ist ja klar, wie die vorhergehende Variante. Und das ergibt dann einen Powerfaktor von 4,83, also etwas mehr. Was auch wieder logisch ist natürlich, weil die Spitze ist ja feiner, der untere Teil, da ändert sich ja nichts. Aber wie gesagt, das ist dann Schnurklasse 5. So, jetzt habe ich mir natürlich auch die Rute, wie sie hergekommen, weil sie eine Beschädigung hat, die mir repariert Oh, wurde. da haben wir also hier an der unteren Steckverbindung, man sieht es ganz klar, da ist der Blank eingerissen hier bereits und auch der Blanklack hat sich da gelöst. So, das würde ich dann so machen, dass man da praktisch die Zierwicklung, es ist nicht mehr wie die Zierwicklung, es ist keine Stützwicklung, hier entfernt, etwa um die doppelte Länge wie jetzt vorhanden von der Zierwicklung an Kohlefasermanschette ansetzt. Ich zeige das mal, wie das im Rohzustand dann aussehen wird. Nämlich also eine Dark Side of Pike. So eine Manschette ist es drauf. Die wird dann farblich abgestimmt natürlich wieder zu dem Blank. Ton, also praktisch hier zu diesem Blauton und bekommt auch wieder die Zierwicklung drauf. Was allerdings fehlen wird, das ist dann die Markierung, die 9 Fuß Klasse 6. Da kommt nichts mehr drauf. Ansonsten haben wir hier dann die Haltbarkeit, weil das ist Roving-Material, das ist eine Manschette, die verhindert, dass der Blank aufplatzen kann. Da würde ich also ganz ehrlich gesagt auch jetzt empfehlen, dass man gleich die anderen Steckteile ebenfalls hier mit Manschetten versieht. Da sieht man zwar im Augenblick noch nichts, dass was beschädigt wäre, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann also bei den anderen Steckverbindungen ebenfalls losgeht. Und wenn wir jetzt die schon gemacht haben, würde ich also wirklich ganz ehrlich empfehlen, auch die anderen bearbeiten zu lassen. Aber das ist Ihre Entscheidung, wie gesagt, da kann ich Ihnen nicht reinreden. Was man jetzt noch durch das Soli-Tip-Tuning, ich glaube, das hat man angesprochen gehabt, bei der zweiten Spitze, ich gehe mal davon aus, dass es sich um die mit der gelben Fahne Also handelt. durch ein Soli-Tip-Tuning in der Tat eine feinere Aktion noch erreichen. Das heißt also, ich würde die Spitze dann hier an dem 1, 2, an dem dritten Ring kappen und hier eine Vollspitze einsetzen, die noch eine feinere Aktion dann bewirkt, wie sie jetzt hat. Wir kämen dann auf die Schnurklasse 5. Da würde ich dann also ganz ehrlich gesagt auch noch ein Stückchen von der Spitze wegnehmen, um hier noch eine Spritzigkeit zu erreichen und auch die Ringabstände entsprechend zu haben. Dann hätten wir da eine extra Fast, also praktisch einen Powerfaktor von über 5. Und das bewirkt, dass beim Wurf, also bei der nahen Präsentation, wenn man also mit der Rute als Forellenrute auch einsetzen will, bei der nahen Präsentation praktisch schon mit 2, 3 Meter Schnur die Rute das Arbeiten beginnt, aber die Backbone, also die Kraft von unten überhaupt nicht irgendwie verringert wird. Das ist also das Interessante, gerade beim Soli-Tip-Tuning. Da sollten wir uns vielleicht nochmal Gedanken machen und mal kurz telefonieren, respektive einen E-Mail-Verkehr haben, was wir jetzt mit der Spitze machen oder ob überhaupt. Also ich will Ihnen da nicht irgendwas reinreden, aber wie gesagt, jetzt haben Sie mal einen Stand der Dinge, was man hier tun kann und dann hören wir voneinander. Danke, tschüss.